Unbesiegbar. Unbesiegbar. Ich vermöbel Smoke T und gebe ihm eins mit der Couch. Denn er ist faul und fett und somit ja, eins mit der Couch. Er braucht in Sachen Hip-Hop einen Grundkurs. Punchline-technisch betrete ich Neuland, so wie Christoph Kolumbus. Jetzt wird Smoke T klar verlieren. Dieses Turnier zieht Parallelen zu seiner Schulzeit, denn er fliegt nach der vierten. Ich bin kein Smoke-Fan, okay? Ich bin nicht Raucher und blitzsauber, mach ich den Sack zu wie am Ende einer Hoden-OP. Du bist so blöd und buchst ne Kegelbahn fürs Bowling, da ich lebenslang zu doof bin. Es ist nicht relevant, was Smoke bin. In der Zwischenrunde warst du elefant, noch elegant im Smoking. Doch gegen Basti ist hier nicht mehr dieser Elefanten-Smoke. Für Smoke, die endet tödlich, also knie, du Loser. Ich bleib Chef und Profi, Battle-König. Selbst ein Beat-Producer ist ein Depp. Also rechts ist schon mal keiner. Ich töte dich und deinen Bro, Tommy Walker, und man findet euch. Links ist auch kein Smoke. Geh mal rein, ne? Geh mal rein. Jo, und jetzt ist da jetzt rechts einer? Wir haben ja keinen TS. Kann er nicht sehen. Jung, du musst weiter nie. Nein. Oh, er ist gedroppt. Smoke T sieht nicht nur aus wie ein Idiot. Der hat gestern einen Hinterlaut. Wir aneinander, wäre er ein Zyklop. Du wurdest im Vorfeld von mir manipuliert. Und jetzt wird deine Fresse er geht so wie die von mir manipuliert. Was soll sagen, da unten in Schwaben gibt es einen Rapper, den wollen sie nicht mal im Untergrund haben. Und mein Sohn ist nicht zu schlagen, weil dieser Fresse nicht rein kann. Nach diesem Battle ist er Geschichte wie Ryan Dunn. Es gibt Leute, die sagen, da unten in Schwaben gibt es einen Rapper, den wollen sie nicht mal im Untergrund haben. Und mein Sohn ist nicht zu schlagen, weil dieser Smoke nicht rein kann. Nach diesem Battle ist er Geschichte wie Ryan Dunn. Deine Freundin kriegt genug Stelle, noch nicht vom Schnellfisch genug. Immerhin haben dann ihre beiden Lippenpaare denselben Geruch. So wie deine Fanpost an mich, wirst du mit dem heftiger Rap-Technik überflogen. Deine Jungs haben Kontrolle über alle Straßen, aber sind in Wirklichkeit alle Schülerlotsen. Deine früh erprobten Texte bleiben leider auf der Strecke wie überfahrene Tierkadaver. Ich rette deine Mutter genauso wie diesen Beat, auch wenn ich damit habe, ist es dir zu viel Palaver. Du machst doch keine behinderte Witze, keiner lacht über deine behinderte Witze. Aber du bist so ein miteinander mit der Teller über dich, machen sogar die behinderte Witze. Scheiße ist dein leistungsschwacher Style, unfassbar, wenn du dir noch mit deiner Logik in den Haus halten. Wie Leitungswasser, du willst so gerne mal auf die Titelseite, aber wegen Mangel an Talent, da bleibst du unmachbar. Aber ich bringe dich auf Seite 1, wenn ich deine Fresse eine Zeitung tacker. Da du das nicht überdacht hast, wie deine kaputte Wunde bei den Einstein. Deine bescheuerten Freunde und du sind nach einer Minute bezahlt. Weisen diese Verkater den Eik, Leichen mit überlasset den Schalt. Kreisen sie keine Flugpassagiere, doch lassen sich nach diesem Battle hier ein. Es gibt Leute, die sagen, da unten in Schwaben gibt es einen Rapper, den wollen sie nicht mal im Untergrund haben. Und mein Sohn ist nicht zu schlagen, weil dieser Smoke nicht rein kann. Nach diesem Battle ist er Geschichte wie Ryan Dunn. Es gibt Leute, die sagen, da unten in Schwaben gibt es einen Rapper, den wollen sie nicht mal im Untergrund haben. Und mein Sohn ist nicht zu schlagen, weil dieser Smoke nicht rein kann. Nach diesem Battle ist er Geschichte wie Ryan Dunn. Du hole Bitches rausgeschickt zum Polenstrich und totgefickt. Ey. Ja, vielleicht lohnt es sich für einen Drogentrip, den Hosenschlitz zu öffnen. Das schlechte Promo für Smoke schon richtig Promo ist. Selbst wenn er vor meiner Vorbetilogen sitzt, den Boden küsst, was logisch ist. Ohne Witz, das hier ist durch meine tadellosen Markenflow schon so geritzt. Doch ich verpasse dir den Gnadenstoß per Todesblick. Wann hat sich Obelix zuletzt selber den Po gewischt? Und hast du dir Cortison gespritzt? Oder woher kommt dein Mondgesicht? Klar, dass ich hier gewinne, Paradox allein zu packen, aber meine quietsche Stimme ist es mich ja echt. Ich auf diesem Beat bezwinge der kümmerliche Clown. Hat Glück, dass Basti fett ist, denn so spart er sich fürs nächste Battle in der RBA die dünnen Witze auf. Alles funktioniert nur über Technik. Das hier ist das vorgezogene Finale von diesem Battle. Und jeder seid sich unterwendet. Dazu da ist, dass er alles am besten im Battle bei jedem dämlichen Rapper zeigen könnte, wie man mit Beleidigungen innerhalb von Double Tappers Taschen werfen kann, ohne dass dabei der Hörer von lauter Langeweile einfach mal nebenbei so viel Alters macht. Verdammt, also Technik. Ich mein ehrlich, Beatbots sind coole Beats, aber gib dir diesen Scheißdreck, weil du es verliebst. Oh, oh, und du glaubst, dass die Scheiße dir was bringt. Du hast immer kreativ, verstell dich als Kind. Du machst wieder mit, aber leider gibt's nichts Neues. Und das erklärt sich nicht dadurch, dass du deiner Linie treu bist. Komm schon, Basti, du bist wie ein Schellermann. Du hast für dich, du hast aber kein Reimann. Und alle verlässt, dass du nur gehst, aber du hast auf einem bisschen mit sich gerade zu gehen. Aber nicht mit mir, deine tollen Wortverspielten vielen Texte sind zwar cool, aber auch so vorgeschrieben wie Gesetze. Es gibt jemanden, der von dir auch zunächst aus und schreibst du deine Lines mit VBT auf. Doch du kannst hier gar nichts gewinnen außer den Punkten. Was willst du denn am Splash spielen? VBT-Runden?
Meine Single ist Seppel. Unter dir. Stefan, immer wenn ich dich sagst, du sehr bekifft, willst du verdrängen, dass du jeden Tag herrschen willst im Krankenhaus. Und dann kommst du nach Hause und hast eine fette Frau, die weder kochen noch gut aussehen kann, auch die du mit bezahlst. Wenn du nur letzte davor sitzen, wo du wandern musst, auch jeder Name mit der Träne in den Spiegel gucken und dir ehrlich eingestehen. Ein gutes Leben sieht anders aus. Du weißt selbst, du hast rein gar nichts außer der Musik. Das wird dir fast schon leid tun, wenn ich dich beim VWT besieg. Doch was soll's, guck dich mal an, du machst seit 10 Jahren Rap. Oh, ich glaube, bei W. Er war aber langsam. Ja.